Ja, hallo Leute, und das sind wir wieder. Weiter geht's mit Let's Play Minecraft. So, wir gucken uns mal die Sache an. Ich habe ja wieder ein bisschen weitergebaut offline. Hinten bei unseren Häusern. Ich muss hier nochmal schauen. Dirt ist noch da. Dass wir hier mal Dirt nachfüllen. Weil das geht immer aus, weil der Server läuft ja weiter und muss ja auch mal was dran ändern. So. Okay, jetzt wird er befüllt. So, das Problem mit den Äpfeln habe ich natürlich auch gelöst bekommen, dank Klopapier 27b, alias Filigran. Das Problem ist, wenn ich die Äpfel hier in mein Inventar nehme, verschwindet es. Ich muss mal kurz hier was leiser schalten hier. Den Ton ein wenig. Verschwindet das natürlich, das liegt daran, weil ich hier oben bei unserem Power Armor Suit gibt es ja so ein Autofeeder. Das heißt, sobald man irgendwas Essbares in dem Inventar hat, speichert der es hier drin und füttert mich sozusagen automatisch hier unten die Hungerleiste. Das heißt, ich brauche nie wieder irgendwas essen und darum verschwinden die Äpfel. Daran liegt das natürlich. Gut. So lauter wieder schalten. Dann hätten wir das auch geklärt. Habe ich auch gar nicht daran gedacht, dass ich das drin habe. Auf alle Fälle werden wir jetzt so schnell nicht hungern, weil da habe ich ja einiges Deck reingehaut, auch noch beim Testen. So, hinten läuft auch alles. Wir können noch ein bisschen die Quere laufen lassen. So, nebenbei noch. Da. Ja, da Quere können wir auch laufen lassen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ladet oder nicht. Das ist mir auch momentan egal. Wir kümmern uns jetzt mal oder wir schauen uns mal an, was ich noch verändert habe hier hinten. Ja, die Farm pflanzt wieder an, das passt. Seht, ich habe schon ein bisschen eine kleine Mauer gebaut. Und hier habe ich eine ein Zentrifugalextraktor, also einen erweiterten Extraktor hingebaut. Wo ich sage, er soll ja hier das Gummi, was er, die Propolis macht er hier zu. Stick Reason holt er hier ab. Und hier lagert er drei Stickeries rein. Hier kriegt er 10 raus. Also haben wir drei rein und drei lagern wir sozusagen zu Hause ein. Für was auch immer, ist egal. Die macht er dann rein. Da kommen dann 9 Waber raus, die er hier wieder abholt. Ja, hier ist die ganz normale Anlage. Hier habe ich die Pipe nach oben verlegt, damit wir hier hinten die Pipe haben, wo wir eben die Biomasse rausnehmen. Hier eine kleine Trennwand, weil hier hinten kommt ein Duncan für die Biomasse. Und daneben dann irgendwo Engines, um die Biomasse eben in Buildcraft umzuwandeln. Hier eine Hybrid-Solarzelle hingebaut. Können wir ja schön craften. Genau hier, Reinforced Glas. Textur gefällt mir hier nicht, muss ich mal anpassen. So ein bisschen Glas hier hingebaut. Damit das ein bisschen passt hier. Ich wollte nicht so eine schräge machen, sondern schon ein bisschen, ja, eine Art Häuschen hier hinbauen. Finde ich schon besser aus, als wenn nur so eine Schräge nach oben geht. Oder vielleicht baue ich es nach oben. Mal gucken. Hat ja alles noch Zeit. So. Ja, wir wollten. Ah ja, Dank wollte ich bauen, ne? Mit euch. Da haben wir. Oder da habe ich hier drin ja schon einige Iron Dank Walls. Ein Stack. Naja, okay, viel war es nicht. Wie kriegen wir den jetzt? Ironplatte 4 Eisen. Haben wir überhaupt noch Iron? Oh, 1000. Dann machen wir da gleich. Das mal weg. Bei Inventar ein bisschen leeren. Und dann brauche ich eh noch nichts. Als Gate wollte ich was testen. 1, 2, 3. 4, da haben wir gleich ein Stack durch noch. So. Zack und zack. Dann hat unsere Rolling Machine auch was zu tun. Er gibt zum Schluss eben 4 Stacks. Das passt dann. Eigentlich habe ich ja. Hallo? Okay, dann halt nicht. Ah, jetzt geht's. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich. Was macht er daraus? Low Pressure Boiler, achso, ne.
dass ich ja eigentlich die Flüssigkeit hier unten lagern will. Aber nee. Das machen wir jetzt alles drüben. Drüben produzieren wir auch Beadcraft, so wie wir hier produzieren. Eigentlich produzieren wir ja hier genügend. Aber ich will das nicht alles über Lava laufen lassen, sondern auch ein bisschen Biomasse. War. Hier wird natürlich immer leer, weil die Chunks in Nether nicht, in der Lava-Welt nicht geladen werden, und das läuft aber nicht über den Dank deswegen. Und dann machen wir so, wenn drüben zu wenig ist, dann fängt die Biomasse-Maschine an. So. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da brauchen. Sind wir 2,5 Stacks, haben ein Glas auch noch. Wie macht man das überhaupt? Gute Frage, ne? Schauen wir mal so nach. Das müsst ihr ja auch anzeigen. Okay, das heißt 4 Platten und der Rest ist Glaspanel. Wolf, müssen wir mal gucken. Iron. Achso, Dankglas haben wir sogar noch. Hier haben wir noch Dankwall. Wolf brauchen wir noch. Das war folgendermaßen zu craften. Iron Bars und Platten. Also die Iron Bars an den Ecken. Iron. So, ja. Dann das hier und in der Mitte war ein... Na. In der Mitte war ein Schalter. Aber da habe ich es ein bisschen mit dem Hals, keine Ahnung. Nervt mich gerade selbst ein wenig. Lever. Haben wir keine mehr. Wir haben keine Schalter. Ach, wie arm sind wir denn? Dann craften wir uns gleich mal ein bisschen was. Da brauchen wir, ich glaube, Kobbel. Craften wir uns gleich ein Schalter, würde ich sagen. Ein Stack. Weil hier wären auch welche, aber egal. So, Wolf. 4 Stück sollten genügen. 4 machen wir noch rein. Oh, ein bisschen mehr. Soll man nicht so geizig sein, hat mir mal jemand gesagt. Ja. So, da haben wir mal. Mehr brauchen wir nicht. Wir gehen mal schlafen. Und bewegen uns nach drüben. Es regnet, das ist natürlich doof, ne? Müsste aber eigentlich aufhören, da ich ja schlafen war. Na egal. Ich würde sagen, eine Dankbombe hier so ein bisschen hin. Dich mal weg. Den Dankbaum wir. Ja, ich würde ihn fast gerne so ein bisschen in Sichtweise haben. Also, dass wir hier so eine Sicht. Bauen wir uns hier hin den Dank. Das heißt, hier ein Steve noch. Mal 4x4. Oder 5x5. Was sagt ihr? 4x4, machen wir 5x5. Sofern das überhaupt möglich ist, ich weiß es gar nicht. Werden wir auch gleich sehen, ob überhaupt ein großer Dank möglich ist. Normal müsste ja möglich sein, ne? Aber mal gucken. Wolf wollte ich nicht. Ich wollte Danks. Beziehungsweise die Blöcke. So. Hier unten kommt ein Wolf rein als Ausgang. Hier hinten eins. Eins auf dieser Seite und eins auf dieser Seite. Und einer oben dann. So, so. Zack. Und hier vorne kommen dann schön die Gläser rein, damit man auch schön was sieht. Oh. Du weg da. So, wie hoch machen wir den? So. 2. Können wir ruhig größer machen. Weil, ja. Wir haben genug Biomasse. Daraus machen wir dann auch noch mal Strom und so. Na komm rauf hier. So.
Zack. Hier entlang. Oh, dann hier nochmal. Was so geht einfach. So. Zack. So. Hier, da. Schaut ja cool aus, ihr Güterdank, ne? Und noch eine Decke drüber. Wird dann sozusagen oben unsere schöne Decke. Ach, geht sie locker aus, die Steine, was ich mit hab. So, hier in der Mitte kommt wieder ein Wolf rein. Ein Wolf. Ein Wolf, nicht ein Wolf, ein Wolf. So, und du musst dich glaub weg, oder? Und? Oh, darum gespackt gerade. 2,4 Millionen, das ist dasselbe, den wir unten in unserem Haus haben. Und hier oben kommt dann noch einmal ein Wolf rein. Wolf, ein Wolf. Hier. Wenn wir noch einen haben. Haben wir nicht, das heißt für uns, wir müssen uns jetzt mal... Oh, mit damit will ich nicht weit kommen. Hier... 3 Stück brauche ich. Da, du hier rein. Hier rausgenommen, du weg. Weil ich mache gleich eins hier rein, eins da oben rein. Also auch gleich wieder auf jeder Seite eins. Dann haben wir hier sozusagen, egal von welcher Seite wir das rangehen, wir haben überall. Das wird dann natürlich nicht, weil hier ein Block drin liegt. Ja, muss man immer achten, dass hier kein Block drin ist. So, jetzt geht's. Also oben Input, unten Output, Input, Output, Input, Output. Also auf der Vorderseite natürlich, da haben wir nur Glas. So, dann haben wir die Liquiduct Pipes, habe ich hier zu Hause reingeschmissen. Ich Vollpfosten. Liquiduct Pipe. 10, 20, machen wir gleich 30 Stück. Questet er die jetzt? Ah, jetzt. Das 30 Stück und wir füllen das gleich hier oben rein. So und so. Hier verbinden und schon hat die ganze Anlage wieder was zu tun. Der hier verliert Biomasse, wird natürlich gleich nachproduziert durch hier Apples, Oxid. Hier wird natürlich gleich Apple Juice nachproduziert. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was kann man eigentlich aus diesem Mulch machen. Schauen wir mal, ob wir damit irgendwas besonders machen können, weil den bekommen wir jetzt ja öfters. Da kommt ja jetzt öfters. Humus, okay. Und verpacken. Also eigentlich nur Humus können wir draus machen. Ah ne, Bock gehört auch. Bock gehört. Hm. Könnten wir eigentlich eine Beetfarm mal bauen? Ist hier auch nicht schlecht. So, hier rinnt es schön rein. Echt genial animiert. Oh, das fließt aber schnell hier. Mal gespannt, ob die ganze Anlage hier überhaupt nachkommt. Aha, ich Vollpfosten. Habt ihr wieder gesehen? Ich habe es wieder nicht mehr da genommen, ohne Name abzusetzen. So, dann kommst du hier noch dazu. Dann passt das so ein bisschen ausgeglichen. So, wieder rauf. Hallo? Okay. Spackt er mir dich rum? Keine Ahnung warum gerade. So. Zack. Hier fließt alles schön, ja. Also haben wir hier schön Biomasse. Hier könnten wir dann die Mauer weiterziehen. Ich würde sagen, so 3 Stück weiter. Oder eigentlich gleich weit. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 3, 6 Stück. So. Und hier könnte man wieder zurückgehen. So. Weg da mit dir, komm. Na komm, jetzt wirst du mich verarschen hier oder was? So. Da haben wir hier eine kleine, ja, ein kleines Räumchen, wo eben die Biomasse gelagert wird. Wo wir es ein bisschen bewegen können, falls wir irgendwas arbeiten müssen oder noch verändern müssen. Schaut ja gut aus, finde ich halt. Und hier kommt dann ein kleiner Raum, wo wir die Biogasmotoren hinstellen.
So, der Regen geht mir auf den Sack, deswegen gehen wir jetzt nach Hause und gehen schlafen. Ne, wir haben Tag, können wir nicht schlafen. Doof, doof, doof. Mac doof, ne? Warum klappt das mit dem Zugreifen heute nicht? Irgendwas. Hallo, da bin ich. Schauen wir mal, was wir noch so brauchen an Sachen. Was wir noch nicht haben. Enderburn haben wir da auch nicht mehr viele. Carb können wir da ein bisschen nachcraften lassen. Die sind da oben irgendwo da. Mach nochmal 30 Stück davon. Das können wir noch craften lassen. Eine Hybrid-Solarzelle kann noch craften. Dass wir immer eine auf Lager haben, natürlich. Storage, so. Das haben wir. Was schreibt er hier uns? Er braucht Quarzdust. Dann machen wir hier noch ein bisschen Quarzdust in Maserator, den wir nicht hier haben. Wo ist unser Maserator? Ich glaube, wir haben gar keinen hier rum. Gehen wir halt hier runter, da unten haben wir bestimmt einen. Dann bist du das? Nee, du bist das. Zack, das geht ratzfatz hier. So. Gut, hier wird ja unsere schöne Holzkohle produziert. Wobei man hier ja auch jetzt schon ein bisschen höher machen könnte. So jetzt. Hallo? Achso, das geht nur so. Mal hier, weiß ich nicht, 10.500. Ja, ein bisschen mehr macht. Weil Holzkohle haben wir, ich glaube, schon ziemlich viel. 177k. Dann schalten wir den hier ab. Und den schalten wir wieder ein. So. Da produziert ja hier ein bisschen Strom nach, was wir eigentlich auch nicht brauchen, aber wir haben schon 177k Holzkohle. Das ist schon was. Irgendwas wollte ich jetzt noch schauen, habe ich aber wieder vergessen. Ja, da haben wir Pech gehabt. Hier läuft noch alles, der Steamboiler. Ja. Dackert hier vor sich hin, passt auch. Hier wollten wir einen zweiten hinstellen. Ja, wird noch kommen. Das können wir ja vielleicht nächste Folge mal in Angriff nehmen, ein wenig. Beziehungsweise wir müssen jetzt schauen, dass wir Biogas-Engines machen. Da, Biomasse, Biogas. Bronze, es heißt Stone. Bronze-Stone-Zahnräder. Hallo? Hallo? Kann ich sie bitte rausnehmen? So, jetzt geht's. Da craften wir gleich mal 40 Stück nach. Und wir brauchen Bronze. Da können wir auch craften. Stack. Da haben wir eh schon 1,2 pro Engine. Das heißt 19, heißt 1 brauchen wir noch. Dann craft er nochmal ein Stack. So. 20, das heißt 10 Engines wären das. Das kann man verkraften. Pisten. Weil da nehmen wir gleich raus. Craft er noch ein Stack nach. Bis dann 30 Stück mal so. So. Dann Glas und oben wieder Bronze. Und Glas war auch noch jede Menge Sachen. Ich glaube, das wird ja sogar automatisch nachproduziert, wenn es mich nicht täuscht. Das kann ich wieder nicht rausnehmen, warum auch immer. Hallo. 10 Biogas-Engines. Dann bauen wir noch Liquiduct-Pipe.
die haben wir eh. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir das dann aufbauen. Ich wünsche euch viel Spaß und ciao, Leute. Bis dann.